Hallo meine Lieben, ja, da bin ich schon wieder und ich brauche gar nicht in die Kamera gucken, weil ich habe nämlich mein Bild mal weggemacht, weil das brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht. Und zwar möchte ich euch aus meinem Haul, den ich euch gezeigt habe, dieses Letterliner, also diesen Letterlineal vorstellen. Das habe ich euch vorhin im Haul gezeigt und wie man das Teil benutzt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar habe ich hier schon mal eine Sache gemacht. You are my darling sunshine. Und ja, ganz ehrlich gesagt, habe ich das Video irgendwie gerade schon mal gedreht, aber mein PC hat es nicht gespeichert. Keine Ahnung warum. Deswegen habe ich hier auch schon ein Blatt vorbereitet, wo ich euch das einmal gezeigt habe, wie es funktioniert. Und jetzt nehme ich einfach die andere Seite von dem Papier. Ja, wie gesagt, das habe ich vorher für mich einmal ausprobiert, um mal zu gucken, wie es funktioniert. Und jetzt zeige ich es euch. Okay, also, wir nehmen uns ein Blatt Papier und wir überlegen uns, was für einen Spruch wir haben wollen. Warum hier Zeichen, Zahlen hinter sind, das erkläre ich euch gleich. Und ich lege mal hier gerade noch was in die Kamera, damit er sich da besser fokussieren kann. Und ja, auf jeden Fall fängt man an, indem man das Lineal nimmt und sein Papier erstmal in der Mitte ausmisst. Das heißt, wir gehen immer von der Ecke vom Papier zur anderen Ecke und machen uns hier irgendwo mittig so einen feinen Strich. Ihr werdet den kaum sehen in der Kamera, wenn ihr ihn überhaupt seht. Und das gleiche nochmal von der anderen Seite, wieder von der Ecke bis zur Ecke. Ich versuche meinen Kopf nicht in die Kamera zu halten. Oh, hier war ich zu kurz. Hier hätte ich noch ein bisschen weiter gehen müssen. Dann mache ich hier nochmal kurz, bevor ich jetzt hier schief komme, aber kann ich es ja einfach so anlegen. So, okay, so, ich versuche es euch einmal zu zeigen. Da ist das Kreuz, da ist unsere Mitte. So, von dort gehen wir aus. Jetzt haben wir hier unseren Spruch, den wir uns ausgedacht haben. Und ihr seht, hier habe ich bei den Buchstaben in der Mitte einen Punkt gemacht. Und zwar deswegen, weil wir beim Zählen das Leerzeichen als Buchstaben mitzählen. So, und zwar zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deswegen die 10 dahinter. Und bei dem Sunshine sind es 8 und bei dem Darling sind es 7. Das passt perfekt, weil ich euch so das Lineal komplett erklären kann mit diesem Spruch. Okay, und zwar habe ich dann angefangen, ich habe mir meine Buchstaben, wie gesagt, meine Sachen alle einmal vorgezeichnet und ihr seht hier am Rand habe ich mir so Striche gemacht. Warum habe ich mir das gemacht? Ich habe mir das einmal so ein bisschen ausgemessen und diese kleinen, ich erkläre euch noch mal kurz das Lineal, bevor ich jetzt weiter erzähle. Hier haben wir eine Tabelle, auf der anderen Seite haben wir die gleiche Tabelle. Hier haben wir auch noch mal eine Art Tabelle und diese Tabelle ist dafür da, wenn wir jetzt, wie zum Beispiel hier in unserem Beispiel, haben wir 10 Buchstaben und dann gucken wir bei 10 Buchstaben, schwupp, da, 10 Buchstaben, komm schon, ja, 10 Buchstaben und dann brauchen wir 5 Zeichen. Das bedeutet, wir müssen immer von der Mitte, also nachdem wir dieses Kreuz gemacht haben, das mache ich jetzt auch noch mal schnell, nimmt man sich von dem Papier hier auch noch mal mit einer ganz, ganz feinen Linie die Mitte. Das hilft einem später enorm, um sich besser zu orientieren, weil man überall auf der Seite an der Mitte diesen Pfeil anlegen muss. So, okay, also wir nehmen uns unsere Buchstaben, die wir geschrieben haben, und zwar wenden wir die um 90 Grad, dass wir die so liegen haben. Und jetzt messen wir, wie groß möchten wir die Buchstaben in etwa haben. Und hier habe ich so ungefähr 1 Zentimeter, diese schwarzen sind immer genau 1 Zentimeter. Und hier hatte ich 4 Zentimeter, oder? 1, 2, 3, 4, ja, 4 Zentimeter mir ausgemessen. Und das ist so die Höhe, die ich haben möchte für meine Buchstaben. Und deswegen fange ich jetzt erstmal an. Und zwar suche ich mir als erstes aus, wie breit meine Buchstaben sein sollen. Und dafür können wir auf diese Tabelle hier schauen.
Die schwarzen sind die, haben die kleinsten Abstände, dann kommt blau, dann kommt rosa, dann kommt orange, dann kommt grün und zum Schluss kommt lila. Und ja, hier haben wir jetzt dann die schwarzen, hier werden die blauen, das ist die zweite Größe, dann hier rosa, hier ist orange, da ist grün und hier ist lila. Also es wechselt immer hin und her, je nachdem welche Größe. Und deswegen habe ich mir jetzt hier diesen Strich gemacht, damit ich mein Dreieck hier genau an dieser Linie anlegen kann. Und gucke jetzt, ich habe gesagt, ich habe 10, also brauche ich 5. Das heißt, man muss immer von 5 bis 5 Striche machen. Also hier auf dem Lineal, das ist quasi die Nulllinie. Und dann haben wir von 5 bis 5. Und jetzt gucke ich mal, bei Schwarz ist es mir ja fast ein bisschen zu knapp. Vielleicht nehme ich mal eine Größe größer, Orange. Gucken wir mal. 5 bis 5, ja, das ist mir zu groß. Okay, dann bleiben wir bei, nee, orange, nicht blau, wollte ich, genau. 5 bis 5. Doch, das geht aber eigentlich. Ich guck mal gerade, wie viel ich auf meiner anderen, wie viel ich hier genommen habe, welche Größe. Genau, hier habe ich das Blau genommen. Dann nehme ich jetzt hier auch das Blau. Und jetzt gucken wir, wie weit die Buchstaben ungefähr auseinander sein sollen. Ich habe ja bei meinem hier, kann man ja auf verschiedene Art und Weisen lesen. Entweder You are my darling sunshine oder You are my sunshine darling. Kann man ja lesen, wie man möchte. Nur durch diese bunten Farben oder durch diese knallige Farbe sticht das Darling natürlich sofort raus. Man könnte auch sagen, Darling, you are my sunshine. Also das kann man in alle Richtungen drehen, finde ich total cool. Und das ist mir einfach so irgendwie, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, das kam einfach so. Dachte, das ist irgendwie cool. Genau, so, ach, diese Kamera, ne? Okay, ich denke, bei dem hier werde ich jetzt nicht so viel Aufwand betreiben. Ihr seht, ich habe dann dort mit einer Schablone mir einen Kreis gezeichnet und Sonnenstrahlen noch reingemacht und auch hier in die Zwischenräume von den Buchstaben habe ich hier auch immer die Sonne halt eingemalt. So viel Action möchte ich jetzt nicht machen. Ich möchte euch ja nur erklären, wie dieses Lineal funktioniert. Deswegen mache ich es hier ein bisschen einfacher. Ich habe hier meine Linie, die werdet ihr nicht sehen. Ich sehe sie ganz, ganz zart und auch mit Absicht ganz, ganz zart, damit ich sie später gut wegradieren kann. So, und jetzt habe ich gesagt, ich möchte die grün, glaube ich, ne? Aha, auf der anderen Seite. Ja. Nee. Rosa. Sorry, wenn ihr zwischendurch hier Nachrichten von meinem Monitor hört. So, und um das wirklich gerade anzulegen, kann man sich auch hier dann nochmal diesen Strich zur Hilfe nehmen, hier irgendeinen, und halt gerade zum Papier ausrichten und dann halt wieder rüberschieben auf den Mittelpunkt, also auf diesen Mittelstreifen, falls das hier nicht genau anpasst. So, wir nehmen rosa, das heißt, wir machen jetzt für jeden Buchstaben, also für jeden, ja genau, für jeden Buchstaben. Ich habe gesagt, bei 10 Buchstaben muss ich bis zur 5 gehen. Nochmal nachgucken, vorsichtshalber, ja, bis zur 5. So, also immer bei rosa jetzt hier so einen ganz kleinen Merker. Den werdet ihr auch wahrscheinlich in der Kamera wieder nicht sehen. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir jetzt hier eine Reihe, das sind jetzt 10 Punkte. So, und jetzt, das soll dann die Mitte von meinem Buchstaben sein. Wie gesagt, ich habe mir hier ausgemessen 1 cm und hier 4 cm. Jetzt nehme ich das Teil und drehe das auch wieder um 90 Grad und lege mir das hier auch wieder an der Mitte an. Und mache mir hier eine Markierung, hier, und mache mir aber hier unten am Anfang auch noch mal eine, weil bei dem Y möchte ich ja noch weiter runter gehen. Deswegen mache ich hier einmal 3, aber sonst halt nur 2. Hier hinten lege ich es auch wieder an der Mitte von dem Punkt an und mache mir hier bei Schwarz wieder 2 Pünktchen und ziehe mir hier jetzt von da nach da wieder so einen ganz
ganz feine Linie und auch bei den beiden Punkten oben drüber. So, ich hoffe, ich bin nicht mit dem Kopf im Bild. Ich glaube aber nicht. So, und hier unten habe ich gesagt, ich möchte 4 cm. Dann nehme ich mir auch wieder erst die Mittellinie und gucke, welche Größe ich nehme. Und da ich es jetzt schon zweimal gemacht habe, weiß ich, dass ich hier lila möchte. Und hier haben wir gerechnet, es sind 8 Buchstaben, oder habe ich gerechnet. Und bei 8 Buchstaben brauche ich 4, also den Abstand 4. Das heißt, ich gehe hier an meine Mittellinie, ich möchte den größten Abstand, das heißt bis hier. So, das heißt, ich mache mir hier einen Strich, hier, 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 hier und hier und da auch noch. Und jetzt habe ich alle Striche, die ich brauche für mein Sunshine. Und das gleiche Schema, wieder 90 Grad drehen. Welche Richtung ist eigentlich egal. Na, komm her. Und wieder an diesem ersten Punkt anhalten. Aber diesmal mit dem schwarzen, weil ich brauche ja die 4 cm. So, 2, 2, das sind dann 4. Dann mache ich hier ein und hier ein. Und auf der anderen Seite genau das gleiche bei 2 und bei 2, weil dann habe ich ja 4 cm. So, und hier durch die Pünktchen habe ich ja meine Mittellinie. Das heißt, ich mache jetzt hier oben, verbinde ich wieder diese beiden Punkte. So, schwupp. Und auch hier unten, schwupp, einmal verbinden. So, jetzt habe ich erstmal diese beiden Sachen hier nur vorbereitet und das Darling soll später hier schräg irgendwo in die Mitte. Deswegen mache ich das ganz zum Schluss. Ihr könntet das jetzt natürlich auch schon einzeichnen. Theoretisch ist das egal, weil ihr ja sowieso nicht über diese Striche hinauskommt. Also theoretisch könnte man es jetzt auch schon machen. Man legt es hier an dem, genau an der Mitte an. Und dann dreht man es halt um die Achse, soweit man es möchte. Und wenn man sagt, nö, finde ich aber gar nicht schick, weil das ist ja jetzt nicht mehr die Mitte von meinem Abstand, den ich habe von meinen anderen Texten, dann sucht ihr euch heute halt irgendeine andere Mitte. Und ja, ihr müsst es auch nicht komplett senkrecht oder waagerecht machen, das ist wurscht. Und was gut ist, bei Darling, es sind nur 7. 7 ist eine ungerade Zahl und die ungeraden Zahlen finden wir auf der anderen Seite. Hier gibt es eine Tabelle für alle ungeraden Zahlen und bei 7 müssen wir auf die 3 gehen. Das heißt, ich lege mir jetzt hier, erstmal messe ich mir wieder aus, wie breit ich meine Buchstaben in etwa haben möchte. Und zwar 2 cm. Und gucke jetzt erstmal, mache mir erstmal einen mittigen Strich, damit ich jetzt ungefähr weiß, wo die Mitte ist, wo ich halt meine Buchstaben dann hinhaben möchte. Oder ich kann auch direkt gleich mit den Punkten anfangen, aber dann findet man die genaue Mitte zwischen den Teilen vielleicht nicht so gut. Weil wie gesagt, das ist ja jetzt nicht mehr der gleiche Abstand wie von dem Papier. Also die Mitte passt jetzt hier nicht mehr. So. Und dann nehme ich mir hier jetzt diese, was haben wir gesagt, 2 cm, ja genau, 2. Und mache mir wieder hier einen Strich, wieder auf die andere Seite, hier und hier. Und dann sehe ich jetzt nämlich auch gleich, wenn ich die Striche gezogen habe, ob das überhaupt passt von der von dem Abstand her. So, komm. Wupp, da habe ich meine Abstände und jetzt gucke ich, ob das für mich passt von der Größe, die ich haben möchte. Also ich möchte meine Buchstaben in 2 cm Höhe haben, dann wären vielleicht auch 2 cm Buchstabenlänge gar nicht so verkehrt. Ich gucke jetzt mal, ich brauche ja die 3. Ich lege mir das jetzt hier einmal an und versuche mal, so ungefähr hier dürfte die Mitte sein. Und wenn ich bis zur 3 gehe, dann passt mir das Orange eigentlich ganz gut. Das ist die vorletzte Größe. Das dürfte so etwa die Mitte sein. Da gehe ich jetzt hier bei den Orangenen wieder
genau wie vorhin, mache mir hier überall wieder bei jedem Orangenen einen Strich von 3 bis 3, weil wir 7 Buchstaben haben. So, und so sieht jetzt mein vorbereitetes Teilchen aus mit lauter Punkten und Strichen, die wir nachher wieder entfernen müssen. Ja, und jetzt können wir anfangen zu lettern. Und zwar nehme ich mir jetzt mein Dings und ich muss jetzt darauf achten, dass immer der Punkt, den ich gemacht habe, ist die Mitte von jedem Buchstaben. Also das heißt, immer da, wo der Punkt ist, sollte genau die Mitte von dem Buchstaben sein. Und das hier ist natürlich ein Leerzeichen, also auch ein Buchstabe. So, das heißt, ich fange jetzt an hier mit U. Und jetzt kann ich hier hinten bis nach hinten gehen, ist genau da, wo ich weiß, wo das U nachher enden wird. Das ist auch ganz praktisch. Man weiß jetzt schon, wo die Buchstaben nachher enden. Mega praktisch. So, dann das O. Und ich versuche das auch nicht, also ich zeichne das für euch jetzt mal ein bisschen dicker. Aber normalerweise versuche ich halt immer, das ganz, ganz leicht mit dem Bleistift zu machen, damit ich es besser später wegradieren kann. So, hier lassen wir jetzt einen Punkt frei, weil wir ja da ein Leerzeichen haben. Und machen dann hier weiter mit dem A. Wieder einen freilassen und dann das Mi. Und hier haben wir dann noch das E. Schwupp. So. Jawohl, das ist schon mal die erste Reihe und das sieht doch von den Abständen mega gut aus, finde ich. Ja, dann machen wir direkt unten weiter mit unserem Sunshine. Und das ist hier meine Mittellinie, wo ich die Pünktchen habe. Und auch hier gilt wieder, die Mitte ist immer der Punkt. So, und dann fange ich jetzt hier an mit dem S. Und hier gehe ich jetzt nur bis zur Mitte. Und auch hier nur bis zur Mittellinie. Und hier komme ich ein bisschen unten drunter, das ist aber überhaupt kein Ding. Das soll ja so sein. Und wieder ein S. Bei dem H gehe ich ein bisschen weiter rüber, aber nicht zu viel. Und hier gehe ich unten ein bisschen weiter. Bei dem I mache ich es mir ein bisschen so. Und dann N und E und wir haben es. So, wieder ein N und noch ein E. So, und jetzt seht ihr die Punkte immer da drüber. Das ist immer so ungefähr die Mitte. Genau. Ja, und zu guter Letzt dann noch unser Darling. Und da möchte ich eine andere Schriftart verwenden. Da nehme ich diese Schriftart. Ihr könnt da natürlich jede Schriftart nehmen, die euch gefällt. Das ist euch überlassen. So, und noch das G. Und dann sind wir schon durch. So, jetzt haben wir das alles einmal schon vorbereitet. So, und dann malen wir nur noch mit unseren Stiften, welche auch immer wir wollen, drüber. Ich nehme jetzt mal ganz andere Farben, als ich vorhin die ganze Zeit hatte. So, das Darling in der Mitte will ich wieder schön rausstechen lassen. Das U oben möchte ich ein bisschen zarter haben, aber warte mal, für die Zarten nehme ich meine Feinliner. Davon habe ich doch auch den Feinliner. Zack, genau, es ist die gleiche Nummer. Genau, die 13. Super. Weil ich euch nämlich auch noch zeigen möchte, oder? Ja, doch, ich nehme die. Weil ich euch auch noch zeigen möchte, dass man auch mit diesen Feinlinern diese Brush-Schrift machen kann. Aber erstmal zeichne ich, und ich sage mit Absicht zeichnen, weil das hat schon nicht mehr wirklich viel mit Schreiben zu tun, wenn man sich so konzentrieren muss
auf die Buchstaben und alles. Das hat jetzt nicht mehr so viel mit einfach nur Schreiben zu tun, finde ich zumindest. Also ich finde, Lettern hat eher was von Zeichnen. So, zack. So, und jetzt haben wir das einmal so. Und wenn wir jetzt wollen, dass es so eine Brush-Optik bekommt, dann gehen wir einfach bei allen Strichen, die man nach unten macht, nochmal von außen, von innen, egal, nochmal dran lang. Und zwar so lange, bis es uns dick genug ist. Und dadurch kann man dann eben so einen Brush-Effekt machen, aber man kann auch selber bestimmen, wie stark dieser Brush-Effekt ist. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich zeige euch das schon mal bei dem U. Seht ihr, das macht doch schon mal was her, oder? Sieht doch schon ganz anders aus. Ja, und das macht ihr, wie gesagt, einfach mit allen euren Buchstaben. Und hier bei dem R, weil es da wieder nach unten geht, mache ich nochmal so einen Bommel. So. E auch ruhig nochmal. Ups, bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Das macht aber nichts. Dann malen wir jetzt einfach auch ein bisschen mehr. So schlimm ist das nicht. So, hier bei dem M. Wie gesagt, immer nur die Striche, die am Ende dann auch tatsächlich nach unten gehen. Nicht die, die nach oben gehen. Die oben bleiben ja dünn. So. Ja, und ich finde auch, wenn man sich mal ein bisschen verkritzelt, ist es nicht weiter schlimm. Und so sieht es dann aus. Sieht doch schon mal ganz schicki aus. So. Den Sunshine, den mache ich jetzt mal tatsächlich mit einem Brushpen. Habe ich mir gerade so überlegt. Hier habe ich nämlich auch ein Gelb. Und dann hoch dünn. Und sobald es runter geht, aufdrücken. Und wenn es wieder hoch geht, wieder dünn werden. Aber immer noch aufdrücken. So. Ja. Manchmal tendiere ich dazu, dass ich dann so dünn werde. An manchen Stellen drehe ich auch den Stift manchmal ein bisschen. Wenn mir das zu dünn erscheint, also wenn es mir so vorkommt, dass ich den Strich nicht dünn genug hinkriege, dann drehe ich manchmal meinen Stift auch ein bisschen. Das hilft mir zumindest. So, das Gelb ist natürlich nicht die allergünstigste Farbe, um nachher den Stift wieder wegzuradieren. Aber so schlimm ist das nicht. So, wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall die Farbe trocknen lasst, bevor ihr da jetzt drauf rumradiert, weil sonst ist es nämlich weg. Ja, so sieht es dann jetzt mit dem Ding aus. So ein Riesenunterschied ist es nicht, oder? Genau. Also hier oben, klar, ist es ein bisschen feiner, aber... So, und das Darling will ich so richtig rausstechend haben und deswegen nehme ich aber die passende Farbe, und zwar die hier. Und das ist so ein Filzstift einfach von Stabilo. So. Ja, und hier kann man jetzt auch noch mal ein bisschen korrigieren, wenn man sieht, dass man vorhin vielleicht irgendwo zu weit oben, zu weit unten oder was auch immer war, oder nicht genug in der Mitte von dem Punkt, kann man das halt jetzt wunderbar noch mal ein bisschen korrigieren. So, da bin ich einmal ein bisschen verwackelt, das macht aber nichts. Besser als wenn mein Kopf im Bild hängt. Ich hoffe, es war nicht so. So, ja. Das war's. So einfach geht's und so schnell sieht's schicki aus. Ja, und dann könnt ihr dann theoretisch anfangen, irgendwas zu dekorieren, wie ich hier zum Beispiel mit meiner
Sonne, die ich hier drumherum gemalt habe, mit diesen Sonnenstrahlen und überall zwischen den Buchstaben auch die Striche und ja, genau, hat mir gut gefallen. Und ja, das könnte man hier jetzt theoretisch auch machen oder man verschnörkelt es irgendwie anders. Und wenn die Farben dann schön getrocknet ist, dann geht ihr einfach bei und radiert eben alle eure feinen Linien, die ihr da gemacht habt, alle wieder weg. Und wenn dann doch mal ein bisschen Farbe runtergeht von eurer Schrift, ja, dann geht ihr da halt mit dem Stift nochmal kurz drüber. Das ist jetzt wirklich nicht so wild. Auf jeden Fall erleichtert, finde ich, dieses Lineal die Arbeit mit dem Handlettering enorm. Also ich habe das nie so sauber und ordentlich hingekriegt von den Abständen wie hier jetzt. So, also beim Gelb kriegt man auch den Bleistift gar nicht so richtig weg, weil er natürlich eigentlich unter diesem Gelb jetzt hängt. Und wenn ich da jetzt zu doll radiere, dann nehme ich mir das ganze Gelb wieder weg. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch nur, um es euch zu zeigen. Ja, so sieht es jetzt aus. Und da sieht man doch gar nicht, dass man da groß drin rumgemalt hat, oder? Außer unten bei dem Gelb in der Schrift an manchen Stellen sieht man noch ein bisschen den Bleistift. Aber ansonsten sieht man ihn wirklich gar nicht. Und wenn ich jetzt ganz, ganz fein aufgedrückt hätte, wie ich es halt für mich alleine machen würde, dann sieht man ihn wirklich überhaupt nicht mehr. Also ja, ich finde dieses Letter-Lineal mega gut. Ich verlinke euch natürlich unten, wo ihr es kaufen könnt. Es gibt diese Lineale in verschiedenen Größen. Das hier ist jetzt für A4 Papier, den gibt es aber auch nochmal für A5. Der hier kostet 8,50 Euro und der andere kostet, keine Ahnung, 6 Euro irgendwas oder ja, ich glaube knapp 6 Euro. Genau, weiß ich nicht ganz genau. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber in der Videobeschreibung unten in der Infobox so, verlinke ich es euch und da bekommt ihr den direkten Link zu beiden. Also einmal, ich werde einmal einen Link machen zum Shop und einmal einen Link zu dem A4 und einmal auch einen Link zu dem A5. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das hier ein bisschen gefallen und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen zum Lettern, weil wenn ich das kann, dann könnt ihr das schon lange. Und ja, falls ihr da Lust drauf habt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Spaß. Und ja, wir sehen uns direkt morgen wieder zum Adventskalender. Ich sage dann mal Tschüss und bis morgen.